Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404 History Edition, das wo ich gerade das Gebäude zerstört habe. Und jetzt schicke ich... Lol, auf Steinkirch brennt ein kleines Markthaus ab. Wie ihr wünscht, erteilt euren Befehl. Wait, das ist den Waffenabwehrturm Einfluss gibt. Das ist... Aha, Hilfe! Aber die Trutzburg steht noch von mir. Mit einem HP, ey. Oh, es ist so traurig. Es ist einfach so traurig. Was wünscht ihr? Echt, hat sie noch ein HP? Ja, nee, ein bisschen mehr, glaube ich. Aber. Gott. Also gefühlt ein HP. So sei es. So, jetzt... Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Really? Oh, nervig. Mendoxaina. Okay, Korsar, ich versenke dich aber mal kurz. Stört dich hoffentlich nicht, oder? Mich, nö. Nee, den Korsar meine ich. Den sicher nicht. Stört den bestimmt nicht, wenn ich sein Schiff einfach mal kurz versenke, weil er ein bisschen nervig ist. Oh, ich glaube, ich muss noch einmal Bier bauen. Kräuter und Weizen habe ich eigentlich noch, aber alles stable. Oh. Eine Weizenfarm auf. Hä? So, das sind noch nicht alle Leute eingezogen. Ein feindlicher Scherge wurde in seinem Schlupfwinkel gefasst. Oh, lol. Was gefunden? Wie, wo, was? Witzig. Nice. Aber weil er innerhalb der Reichweite von dem. Was müssen wir noch machen? Enter. Ja, das muss Tristan machen. Ja, wenn er will. Aber erst wenn ich mein Flaggschiff repariert habe. Ich baue gerade noch mal Bier, ja? Die Leute brauchen mehr Alk, Tristan. Mehr Bier? Naja. Säufer. Ja, echt so. Alle miteinander. Nein, ich will nicht den Turm kopieren, ich möchte die Dings da kopieren. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Bitte was? Ja, wir haben jetzt die orientalische Festung freigeschaltet und den orientalischen Brunnen, der die Siedlung verschönert. Toll. Welches Bauvorhaben plant ihr? Können wir jetzt endlich Dings nutzen, Honig und... Was? Können wir jetzt bringt uns Honig jetzt was, oder? Nö. Das ist warum gibt's Ressourcen im Game, wenn man sie nicht benutzen kann? Das ist so wie 1701, warum gibt's Ressourcen nicht, die du für die höchste Bevölkerungsstufe brauchst? Das ist Why? Sie haben den Feind niedergeschlagen. Ich kann da ja nichts mit anfangen mit der Insel, weißt du so? Ich habe gedacht, ja, okay, wir brauchen bestimmt irgendwann Trauben und Honig. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheit. Wie hat sie dann Schiff durchgemogelt? What? Das weiß ich nicht. Aber, bauen Wachturm. Bau doch einfach einen Wachturm, Trister. Jetzt kein Wachturm. Du schickst jetzt einfach die Schiffe hin, oder? Die macht es eh nur so lange, bis der Hafen brennt. Dann fährt sie wieder weg. Ja, und dann fährt sie zum nächsten Hafen. Der brennt dann auch. Ein gutes Geschäft. Wir hören.
By the way, ich finde immer unseren Handel immer noch nice. Wenn wir betreiben. Diesmal hat sie es nicht mal so lange angegriffen, bis es brennt. Und sie hat sich gedacht, oh nee, kein Bock. Das brauchen wir zu lang. Mein, that's fine. Mein Haus wird einfach repariert. Ja. Doch wieder mehr Kaffee bauen. Doch jetzt. Ja. Ja, ich baue jetzt gerade noch zweimal Bier. Ich hoffe, das reicht dann erstmal. Mein Gott, Kaffeeproduktion ist sau teuer, though. Ein gutes Geschäft. Fairer Handel. Ein fairer Handel. Ja doch. Wo stelle ich Mosaik her? Ja. Das dauert irgendwie Ewigkeiten. In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge. Nö. Nicht mal Lust danach zu suchen. Ah, das passt. Hab ihn. Große Fortschritte gemacht. Dachte ich hätte ihn. Konnten wir in letzter Sekunde das Handwerk legen. Du hast ihn bloß irgendwie in der allerletzten Sekunde. Oh boy, that's a lot of ships. Hier steht nicht zufällig eine Kriegsflotte zur Verfügung, oder? Ja. Oder dir. Du hast meine Flotte doch schon. Ja, das war ja auch ein Joke. Ich muss das umbauen hier. Ich gehe davon aus, dass sie einfach quer über die Map fahren? Ja, wahrscheinlich schon. Ich mach grad mal das, was ich eigentlich tun sollte hier. Dinge bauen. Sie haben eine Schlacht gewonnen. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Ach so, ich hab wahrscheinlich, wir haben irgendwas versenkt mit eurem. Befehl. Alles klar. Erteilt euren Befehl. Denke, sind die 500 HP. Damage. So Damage sei's. Steht nicht dran. Eines Tages werde ich es dir gleich tun, aber auf mein. Stets zum Wohle. Du musst da auch mit dem Dings, du musst mit dem Dingsschiff vor allem hin. Das, Ja, I know. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Toll. Versenk meine Schiffe nicht, Tristan. Und jeder hat bekommen, was. Tristan macht es schon. Konkurrent erweitert seine Flotte. Tut er das? So, ich fall jetzt einfach. Wir fallen jetzt einfach wie hungrige Wölfe über dieses Ding, über diese kleine Flotte her.
Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. A target fire? Ich habe keinen Bock, Julians Schiff zu verlieren. Es wäre ganz schön, wenn ihr nicht das kleine Handelsschiff angreift, Leute. Dann könnt ihr aufhören, das kleine Handelsschiff zu beschießen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh mein Gott, hört auf! Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, okay, ich glaube, die Schiffe selber. So kann man auch zu neuen Schiffen kommen. Dann equip wieder den Typen und dann repariert sich das. Man greift eines ihrer Gebäude an. Antigua und Antigua 2. Da, Schiff wird geentert. Nice. Was wünscht ihr? Nein, ich werde den Kaiser von eurem Einsatz aber schnell berichten. Wie geil. Mit? Sie freut sich, dass wir auch. Was haben wir bekommen? Einen staatlichen Zöllner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Have fun with that guy, Bacora. I'll be over here. Ja, aber es bringt uns nicht so richtig viel auf unserer nördlichen Insel tatsächlich, Tristan. Und wie auf Kommando produziert Helena wieder Transportschiffe. Ja. Du hast ja Dings, die Blockade aufgehört zu machen. Kannst warum hast ja du eigentlich Antigua 1 und Antigua 2? Weil das Schiff halt so hieß. Was soll ich denn tun? Ich habe nur aber. Die Leute sind nicht so einfallsreich mit ihrem Schiff. Mit ihrem Schiffsnamen meinst du? Na. Greift eines ihrer Schiffe an. Alter, aber. Ja, das ist vielleicht ein bisschen suboptimal, wenn du durch die Range fährst, Mann. Fine. Aber ey. ich möchte noch mal sinken. Lasst mich euch ein wenig unter. Hallo. Angriff. Was? Oh, Autosave. Spiel gesichert. Ja, aber kommt der jetzt und die Mannschaft klatscht es. Weil ich mal mithalte, beschädigt, wie es gerade ist. Aber hat zwei Hits gemacht. Es läuft, es fährt jetzt bloß wieder gleich durch die Turret Range, wie ich es kenne. Safe. Hey, guck mal, die anderen zwei sind früher drin. Ja, aber es ist so langsam, dass es einfach trotzdem da durchfährt und. Guck dir das an. Guck, aber fährt durch. Aber wäre jetzt einfach als. Oh nee, nee, es fährt außen rum. Ja, ich hab's weit. Ich hab's gesteuert. Oh, ich dachte es. Sonst wär's einfach durchgefahren. Ich dachte es wär's. Sonst wär's einfach durchgefahren. Oh nee, sie hat wieder. Okay, Tristan, sobald deine. Ich brauch dann die Schiffe wieder. Ein ganz und holy shit. Ja, sie baut wieder große Kriegsschiffe. Nein. Große Dings, Handelsschiffe. Handelsschiffe, okay. Großes Kriegsschiff, ich hab schon Angst gekriegt, ey. Ja. Mach mir doch nicht solche Angst, Julian. Vor allem baut sie... Herzkoller. Alles klar. Ja, das ist halt ein Problem, als sie ihre Türme die ganze Zeit wieder aufbaut jetzt. Wir haben den Feind niedergerungen. Wie ihr wünscht. Okay, du kannst die Flotte wieder haben. Das Item kannst du einfach auf der Arma drauf lassen und dann kannst du damit die Schiffe immer repariert halten. Einfach das Item immer rumtauschen. Also du hast den staatlichen Zöllner hochgebracht. Ja.
Aber ich brauche halt null Pelz und null Pro-Card-Gewände hier. Noch nicht. Und Lederwämser und Dings. Ja, ich habe ja kein Equipment. Ich habe sowieso keinen Slot frei, glaube ich. Ja. It's fine. Wir können es ja auch irgendwann woanders hin tun. Ist ja auch egal. Gut, wir können die Kurzschwerter rausmachen. Nein, wir brauchen nicht mehr Damage gerade hier. Passt, ich packe den jetzt einfach mal rein. Ich war mir sicher, ich wollte hier oben irgendwas abholen. Ich fülle mal deine Noria auf. Danke. Das hier wollte ich abholen. Ihr wisst einiges. Werkzeug und Waffen. So, habe ich jetzt... Wie lange brauche ich für den Marktplatz noch? 2 Minuten, Alter. Ja, ich nehme aber nochmal 40 Tonnen Werkzeug mit. Naja, wird ja weiter produziert. Vielleicht müssen wir... Ja, es wird halt langsam produziert. Ich kann... warte mal, ich glaube, ich habe nur eine Werkzeugproduktion stillgelegt. Ich war noch eine Eisenschmelze stillgelegt. Ich kann die mal wieder aufmachen. Ja, ich mache mal wieder die Werkzeugproduktion auf. Die haben alle noch Eisen drin, deswegen können die auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten. In einer Minute übernimmt Julian die Markt oder den einen Marktplatz. Bin schon unterwegs. Ja. Aber da brennt's gerade alles sowieso ab. Ich glaub, die Leute eine hassen. Brennende Stadt. Ja, und mein Scherg ist unterwegs, um noch um die andere Stadthälfte anzuzünden. Wir hören. Was wünscht ihr? Was halt super annoying mit der Übernahme, weil sie hat jetzt hier wieder. Da hat die jetzt auch schon wieder einen Wachturm gebaut. So viele Units kann ich gar nicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So viele Units kannst du gar nicht besitzen. Was so ein Streichholz anrichten kann, wird es unbedacht vorgeworfen. Dafür werde ich im Fegefeuer brennen. Bei mir hat er irgendwas gesagt, was so ein Streichholz alles anrichten kann. Ja. Nee, bei mir hat sich Marie beschwert. Ja, Marie beschwert. Die komplette Stadt brennt einfach schon wieder. Dafür werde ich im Fegefeuer brennen. Ja. Trinkt sie in die Knie. Meine Zeit wird noch kommen. Deine Zeit wird noch kommen. Jetzt gehört mir die Stadt da. Mir gehört einfach das Stück Stadt. Lol, wir kriegen die ganzen Rewards nochmal von ihm, dafür, dass wir die Stadt einnehmen. Oh mein Gott. Lol, die Feuerwehr gehört, oder? Doch, die Feuerwehr gehört uns. Ja, die gehört uns. Das ist komplett ridiculous. Okay, ich setz die Unit da drüben hin. Wir marschieren los. Die Stadt ist halt komplett nutzlos. Er greift einfach mit dem Wachturm unsere Stadt da jetzt an. Und Hassan hat wieder Bock auf ein Schiff. Festungen könnt ihr euch mit orientalischen. Oh geil, orientalische Festung. Sag mal bitte, wenn du die baust, Tristan. Ja. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja, alles gut. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe. Oh, halt doch die. Sorry. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja, ich hab's verstanden. Die Leute sind ziemlich unhappy, die Bürger da, Tristan. Ja, das denke ich mir. Ich finde es so geil auf der Mitte. Reiß mal die Kirche ab. So ein kleiner grüner Fleck. Ja, ich reiß mal die Kirche ab. Nice. Um Steuern zu sparen. Ich will nicht den Marktplatz abreißen. Wir haben halt keine Waren auf der Insel. Ne? Ja doch, jetzt 11 Holz, 3 Werkzeug und 15 Dings, weil ich... Guck mal, wenn ich die Gebäude abreiße... Keine Bedarfsgüter, kein Essen, kein Fisch, keine Gewürze. Naja. Ein Most. Ich sollte wahrscheinlich auch die Kapelle abreißen. Und die Feuerwehr... Ne, die Feuerwehr lasse ich stehen. Oh, fuck. Weißt du, warum ich die Feuerwehr stehen lasse?
falls er jedem mit dem Turm in den Radius von dem Dings kommt. Es wäre ratsam. Oh mein Gott, aber ihre komplette Stadt ist gerade abgebrannt. Nein, ich will deinen Pakt immer noch nicht zahlen. Das wird immer teurer. Ja, guck mal beide über ihre Stadt jetzt an. Ja. Oh mein Gott. Na gut, sie hat da ja doch ein kleines anderes Städtchen. Ja, dafür brauche ich jetzt halt auch dann meine Schiffe in nächste Folge wieder. Jetzt wird die Folge, benutze ich die schon mal normal. Die Folge ist auch gleich schon wieder vorbei, Tristan. Aber die Folge ist gleich schon wieder vorbei. Ja, dann werde ich wahrscheinlich nächste Folge die Festung bauen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde jetzt diese Folge nochmal meine Mosaikproduktion ein bisschen ausweiten, weil das irgendwie ewig dauert. Genau. Mosaik zu produzieren und ich brauche irgendwie mal mehr Mosaik. Für die, Bin ich nicht in Range mit dem Torhaus? Greife ich nicht das Torhaus an? Scheint nicht. Dann greif nur die Mauer an. Das sackt natürlich. Das sackt. Ich dachte die ganze Zeit, ich greife das Torhaus an. Dabei greife ich dieses Stückchen Mauer davor an. Die Idioten. Monke. Was wünscht ihr? Natürlich tankst du jetzt erstmal alles. Ich bin's leid. Ich bin's leid. Die Bürger da sind ziemlich unhappy. Aber immerhin ist die Bedürfnis nach Gemeinschaft erfüllt, Tristan. Ja. Das ist das Wichtigste, ne? Na. Okay, das ist schon mal. Schon mal zerstört. Ja, gut. Gib mal ein bisschen Geld aus, Tristan. Ich erneuere unsere Ressourcen. Also Minen auf der Hauptinsel. Zumindest die meisten. Haben wir aktuell eigentlich Glas? Nee. Wir haben 170 Glas, also wir brauchen es relativ. Ihr habt hier das Sagen. Nun sorgt dafür, dass ich nehme das Arzt mal aus der einen Handelsroute raus. Naja. Nee, brauchen wir nicht für irgendwas anderes Quarz? Ja, wir brauchen es für Mosaik und für Glas. Na, okay. Eines ihrer Gebäude ist Ziel eines Angriffs. Okay. Wir greifen das Haus an. Ja. Und ich kann nichts abreißen, was im gegnerischen Militärgebiet ist. Wir sind bereit. Das ist ein bisschen ridiculous. Hey, ja, wie weit sind wir in der Folge? Durch, Tristan, durch. Na, dann müssen wir abmoderieren. Ja, mach doch mal. Ja. ich kann das nicht. Nee, ich kann das nicht. I'm too bad. No. Ja, schön. Was machen wir jetzt alles noch? Nächste Folge. Ich baue nächste Folge eine orientalische Festung. Ja. Bleib dran, um das mitzukriegen. Und dann bauen wir mal orientalische Armee und. Und schauen wir, ob die besser sind. Noch an. Aber ob die besser ist. Ja, die sind bestimmt richtig broke. Ja, meine Tribuchis machen ihre Arbeit. Das ist schon okay. Einer ihrer Betriebe stellt keine Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.